Es ist ein ganz besonderer Zauber. Schwerelos unter Wasser. Abtauchen in eine andere Welt. Hier am Zwenkauer See will ich das auch erleben, und zwar beim ersten Tauchgang meines Lebens. Bei sommerlichen 30 Grad kostet das hier zunächst Überwindung. Mit Funktionswäsche, Pullover und langen Unterhosen geht es hinein in einen wasserdichten Trockenanzug. Unten im tiefen Wasser ist es auch im Sommer kalt. Ich dachte ja, Tauchen, das ist dieses Gefühl von Freiheit, Schweben irgendwie. Ja, Pustekuchen. Wir kamen hier an und ich habe diese ganzen Klamotten angezogen und Ronny sagte immer, noch ein Überzieher und nochmal Schuhe und dies und das. Und an Land fühlt man sich tatsächlich wie so ein Walross oder so eine Robbe. So professionelles Equipment, wie man es heute in Tauchbasen ausleihen kann, steht Tauchsportlern in der DDR nicht zur Verfügung. Es ging eigentlich ab Tauchermaske los. Alles, was danach kam, musste man sich selber organisieren. Vom Abenteuer Tauchen kann sie aber nichts abbringen. Spektakuläre Tauchgänge in Höhlen, an Orten, wo noch nie zuvor ein Mensch abgetaucht ist. 1958 wagt ein Filmteam im Harz einen lebensgefährlichen Tauchgang. Nicht das einzige Abenteuer unter Wasser. Jetzt bei echt. Die Vorbereitungen vor dem ersten Tauchgang für Sven Voss dauern eine gute Stunde. Ja, wie fühlst du dich? Genau. Also es ist schon alles sehr eng und natürlich warm. Und ich merke, dass man schon jetzt eigentlich die Ruhe bewahren muss, damit nicht der Puls schon so nach oben schießt. Das ist aber noch nicht alles. Du merkst, es ist nicht gerade leicht. Nee, das stimmt. Ja. Tauchlehrer Ronny Sodor schultert ihm nun noch das 26 Kilo schwere Tauchgerät auf. Jetzt bloß nicht hektisch werden. Aber ich sage immer, alles in Ruhe, mit Geduld. Nichts ist schlimmer, wie wenn man sich das selber Stress macht, weil das nimmt man dann mit ins Wasser und das ist einfach nicht gut beim Tauchen. Ja. Stress und Durchfall, die Feinde des Tauchers. Humor kann auch nicht schaden. Vor allem, wenn man bei brütender Hitze mit voller Montur zum Strand des Zwenkauer Sees spaziert. Endlich Wasser. Bevor wir dann ins Wasser gehen, ist es wichtig, dass wir unser Jacket ein bisschen aufblasen. Weil kann ja passieren, dass wir stolpern, dann fallen wir hin. Na, du hast die schwere Ausrüstung und dass du nicht untergehst und mit dem Gesicht im Wasser bleibst, ja. Das ist dadurch dann entgegengewirkt. Gut. Ja. Und dann gehen wir jetzt ins Wasser. Merke ich gleich, wenn ich da drauf drücke, dann füllt sich das hier, ne? Wie genau. So ein Airbag. Richtig. Dieser Airbag ist lebenswichtig. Genauso wie das richtige Atmen unter Wasser. Bevor der Schnuppertauchgang beginnt, sind allerdings noch einige Übungen notwendig. Im flachen Wasser gewöhnt man sich langsam an die neue Welt. Ich war vorher sehr skeptisch, weil ich war noch nie tauchen. Und dieses Gefühl, so unter Wasser abzusinken und dann nicht zu wissen, komme ich da wieder hoch, das war erstmal ein komisches, da hatte ich ein bisschen Angst vor. Aber dann gab es ja Ronny, den Tauchlehrer, der das alles mit viel, viel Ruhe mit mir alles erarbeitet hat. Stück für Stück macht Ronnys Tauchschüler Fortschritte. Also das mit dem Ein- und Ausatmen hat jetzt schon ganz gut geklappt, sogar unter Wasser. Aber bevor wir dann gleich wirklich tauchen können, nochmal, es ist mein erster Tauchgang, müssen wir noch einige Übungen machen. Wir tauchen ja hier mit modernster Technik, Tauchtechnik. Das war für Tauchschüler früher ganz, ganz anders und viel komplizierter. Neugier und Abenteuerlust. Schon immer zieht diese geheimnisvolle Welt Taucher magisch in ihren Bann. Auch der Schauspieler Ottmar Richter hat sich in die Welt da unten verliebt. Schwerelosigkeit wie im Weltraum und die Stille.
Keiner konnte einem was sagen, was zu machen ist. Die Frau nicht, die Freundin nicht, die Eltern nicht. Man war ganz für sich allein. Gut, ne? So ist es kein Zufall, dass der heute 81-jährige Schauspieler 1987 als Tauchlehrer vor der Kamera steht. Und nicht nur das. Die Serie Amor holt sich nasse Füße stammt sogar aus seiner Feder. Nein, das ist eines Tages kam die von der heiteren Dramatik bei uns und sagte, wir haben nichts. Haben wir denn nicht irgendwas, was du machen könntest, so mit deiner Taucherei? Und da habe ich mir einfach so eine Liebesstory zusammengebaut und habe überlegt, was kann man da machen? Und dann habe ich das Ganze in einem Tauchclub angesiedelt. Und als ich das Buch fertig hatte, habe ich dem Chef der Unterhaltung gegeben, der sagt, ja, das machen wir. Streck doch mal den Arm aus, ganz spontan. Ja. Nicht jetzt. Ja. Erst wenn ich sage, ja. Jetzt. Ja. Jetzt. Oh, Mensch, das sieht ja aus wie ein Ast mit faulen Äpfeln. Aufs Wasser musste zeigen, so. Ach. Bei den Dreharbeiten ist der Schauspieler und Buchautor zugleich der Unterwasserexperte vor Ort. Seine Freizeit gehört seinem liebsten Hobby. Sogar Unterwasserkameras baut er sich selbst. Die drei Kameras sind alle von mir, mit eigenen Elektronenblitzen auch. Ne? Wenn man die aufpasste, kriegte man von den 1000 μF, die Kondensatoren erzeugten, ja, wenn ein Schraubenzieher rankam, gab es einen Knall, da war der Schraubenzieher weg. Also mit den Fingern sollte man da nicht drankommen, ja. Und das ist alles Eigenbau. Seine große Leidenschaft entdeckt er 1956 in Berlin. Im Haus der jungen Talente schließt er sich einem Tauchverein an. Wie sie damals abtauchen, erscheint heute mehr als abenteuerlich. Ja, das ist nun hier so ein Pinguinanzug, ein dünner Gummianzug, da konnte man was drunter ziehen. Aber dieser Anzug, der war nicht zu entlüften. Das heißt, der hat sich selber entlüftet über die Halsmanschette. Dann war keine Luft mehr drin, dann ist man abgetaucht. Und überall waren so herrliche Falten. Und diese Falten, die haben sich dann exakt so, wie sie hier alle sind, am Körper als blaue Striemen abgezeichnet. Das war sehr schmerzhaft. Je tiefer man ging, je schmerzhafter war es. Tauchen ist damals hauptsächlich innerhalb der GST, der Gesellschaft für Sport und Technik, möglich. Bis zu solchen Unterwassererlebnissen ist es ein harter Weg. Einen Großteil ihrer Ausrüstung bauen sich die Taucher damals selbst. Auch der 69-jährige Dresdner Lothar Seewecke muss erfinderisch sein, um die geheimnisvolle Unterwasserwelt zu erleben. Naja, dann wurde eben selber gebaut, wie das ja vielfach mit anderen Dingen in der DDR auch üblich war. Da wurden alte Sandalen genommen und auf eine Blechplatte geschraubt und das waren dann die Flossen. Und so ging es weiter. Man hat sich Anzüge genäht und schließlich kam es dahin, dass man ja auch gerne länger unter Wasser bleiben wollte und da brauchte man ein Tauchgerät. Das heißt, man musste sich erstmal ein paar Flaschen besorgen. Flaschen wurden für die Feuerwehr gebraucht, für die Polizei und sonst wo kam man nicht ran. Also was nahm man? Feuerlöscher. Es fehlt quasi an allem. Auf das Abenteuer Tauchen wollen sie dennoch nicht verzichten. Der Berliner Tauchverein von Ottmar Richter hat die alten Geräte liebevoll in einem Museum ausgestellt. Jedes Einzelne hat eine spannende Geschichte. Manch ein Kompressor zum Auffüllen der Luftflaschen ist eine Leihgabe der Sowjetarmee. Nach einer halben Stunde kam der mit so einem Kompressor angewackelt. Gegen eine Flasche Schnaps hat man so einen Kompressor. Zu dem sind wir dann öfter gegangen. Und von dem haben wir öfter einen Kompressor bekommen. Und dann haben wir die Dinger genommen, haben überlegt, was machen wir damit? Wir nehmen die Kompressoren, die müssen ja angetrieben werden. Also brauchen wir einen Motor, elektrisch oder Benzin. Wir wollten ja flexibel sein, also Benzin. Wo gibt's Benzinmotoren? Schwalbe. Die heutigen Schwalbenschrauber mögen mir verzeihen. Wir haben so einen Motor gekauft und haben den zersägt. Mit der Eisensäge das Getriebe abgesägt, das braucht man nicht, das haben wir weggehauen.
Lebenswichtig unter Wasser sind die Atemregler. Sie passen den Luftdruck in allen Tiefen optimal an. Ja, und dann ging das eben los, dass man sich irgendwo eine Drehbank suchte, an die man rankam. Und dann baute man beispielsweise, wenn Sie sich noch erinnern an die Zeit, ich weiß es nicht, es gab Hobbyplast, also ein Gießharz, aus dem man sehr schön Dinge machen konnte. Oder statt des Kerzenständers für die Mama zu Weihnachten trieb man eben aus Kupferblech ein Gehäuse und baute sich daraus einen Regler. Zurück am Zwenkauer See steht Sven Voss kurz vor seinem ersten Tauchgang. Was er jetzt lernt, ist ebenfalls lebenswichtig. Sollte Wasser in seine Maske eindringen, muss er auch tief unten in der Lage sein, dieses Wasser mit seiner Atemluft herauszupressen. Jetzt ist es nur noch eine Übung bis zum Tauchgang. Sven Voss verliert plötzlich unter Wasser den Atemregler. So etwas kann bei Tauchern auch in Tiefen von bis zu 30 Metern passieren. Wieder heißt es, Ruhe bewahren, auch wenn er den Regler nicht gleich findet. Hat er ihn, muss er ihn aufsetzen und atmen, ohne sich dabei zu verschlucken. Wenn das funktioniert, dann kann man den nächsten Schritt gehen und dann gibt es irgendwann dieses Zeichen, abtauchen, und dann sind wir unter Wasser gegangen. Und erstmal steht man ja noch auf dem Boden, und wenn man dann die Beine nach hinten klappt und fängt plötzlich so an zu schweben, das ist, glaube ich, der beste Moment am Tauchen. Beim Absinken machen Taucher regelmäßig einen Druckausgleich, wie man es aus dem Flugzeug kennt. Geführt vom Tauchlehrer, der ihn an der Luftflasche festhält, kann Sven Voss nun die geheimnisvolle Unterwasserwelt des Zwenkauer Sees als Schnuppertaucher entdecken. Ohne Lehrer darf man nur mit einem Tauchschein unter Wasser. Seit 3 Jahren ist das in diesem ehemaligen Tagebau möglich. Vor der Wende zieht es Taucher an Binnenseen, Steinbrüche und am liebsten ans Meer. An der Ostsee stoßen aber auch sie an Grenzen. Aber in der Ostsee ging es nur mit einer GST-Tauchgruppe. Und man musste sich beim Standort Kommandanten von der Grenzbrigade Küste anmelden, dass man dort tauchen wollte, und brauchte eine Genehmigung, die schriftlich erteilt wurde. Und ein weiteres Traumziel eigentlich für viele Taucher war das Schwarze Meer. Hier können Sie einen Hauch von Exotik erleben. Das heißt, man hat seine Tauchgeräte in Trappi gepackt und ist da runtergedüst, möglichst mit Kompressor, den man selber gebaut hat, damit man eben auch Luft hatte. Bis zu diesem einzigartigen Taucherlebnis muss man allerdings Familie samt Tauchtechnik irgendwie in den Trabi bekommen. Ich hatte mir dann einen zweiten besorgt, also ein Schrottauto, habe die Hälfte abgesägt, habe das Heck von dem alten Trabant-Kombi genommen, mit der Achse hinten, und da habe ich mir einen Hänger draus gebaut. Ja, und in den Hänger ging dann viel rein. Und dann die 2.500 Kilometer nach Bulgarien gefahren. Dort richtig Urlaub gemacht, fotografiert, getaucht.
wieder zurückgefahren, die 2.500 Kilometer. Der Trabi hat's gehalten. Ganz unkompliziert sind solche Reisen dennoch nicht. Tauchausrüstung im Gepäck wird an der Grenze nicht gern gesehen. Man könnte damit ja auch heimlich in den Westen abtauchen. Die Ungarn hat es eigentlich nicht interessiert, was man da an Zeug mit hatte. Und die Rumänen konnte man mit ein paar Zigaretten oder Strumpfhosen und so befriedigen. Die schärfsten Kontrollen waren hier wirklich auf der DDR-Seite dann, auch wenn man zurückkam. Also wir haben Leute gehabt, die waren 14 Tage fröhlich tauchen und haben dann an der Grenze ihr Zeug eingebüßt. Für die Grenztruppen sind Taucher besonders schwer aufzuspüren. Das war ja ein Grund, also die Untertauchbarkeit von Grenzsperren, dass mit Tauchgeräten bei der GST sehr vorsichtig umgegangen wurde. Also wenn man dort ein Tauchgerät auslieh, dann unterschrieb man dafür, musste das zurückgeben und anschließend wurde das wieder in einen Blechschrank gestellt, also im Prinzip wie eine Waffe gehandhabt. Und diese Eigenbautauchgeräte, die wir so hatten, die waren quasi illegal, kann man sagen. Man hätte sie abnehmen lassen müssen und hätte, ähnlich wie man eben eine private Waffe zu Hause hat, sie auf Verlangen immer wieder vorzeigen müssen und so weiter. Eine spektakuläre Flucht wagt der Ingenieur Bernd Böttger aus Sebnitz im Sommer 1968. Ein selbstgebauter Tauchscooter soll ihm den Weg durch die Ostsee bahnen. Ein Patrouillenboot der Grenztruppen scheint ihm nach Stunden der Anstrengung alle Träume zu zerstören. Er musste dort einfach, damit er nicht entdeckt wird, den Motor abschalten und untertauchen. Diese Patrouillenboote waren ja so technisch ausgerüstet, dass jedes Geräusch unter Wasser auch wahrnehmbar war. Deshalb ging es einfach gar nicht, den Motor anzulassen. Und das große Problem, die große Sorge war natürlich, springt der Motor auch wieder an. Böttgers Flucht gelingt. Sein Erfindergeist macht sich bezahlt. Der Tauchscooter wird patentiert und weltweit vertrieben. 10 Jahre später ist das Schicksal nicht auf seiner Seite. Umgekommen ist er an der Küste bei Rosas in Spanien, nahe der französischen Grenze, beim Tauchen. Und die näheren Umstände seines Todes sind bis heute nicht restlos aufgeklärt. Wurde seine Tauchtechnik damals womöglich manipuliert? Bis heute ist es ein Rätsel. Sicher ist, Bernd Böttger ist damals nicht der einzige Taucher, der in seiner Werkstatt einen Scooter entwickelt. James Bond lässt grüßen. Mit Technikern der Akademie der Wissenschaften ist auch Ottmar Richter am Bau dieses Unterwassergefährts beteiligt. Eine Autobatterie, die war hier vorn drin, hinten war ein Trabi-Anlasser drin. Das ganze Ding wog ungefähr 72 Kilo. Da brauchte man schon so zwei kräftige Leute, die in das Wasser rein. Und dann konnte man mit dem Ding losfahren. Hier hatte man einen Spezialschalter aus dem LKW, der automatisch wieder hochging, wenn man ihn losgelassen hat. Denn sonst wäre der Scooter ja weg gewesen. Hat man ihn losgelassen, wäre er weggefahren, irgendwohin. Dadurch, dass er 500 Gramm Auftrieb hatte, und der sich automatisch ausgeschaltet hat, wenn man ihn losließ, stieg der langsam in die Höhe und man hatte ihn wieder. So einfach war das. Trennen musste man natürlich Batteriebetrieb und Motorbetrieb, weil sich bei der hohen Leistung Knallgas entwickelt hat. Und wenn dann ein kleinster Funke hier drin gewesen wäre, wäre das ganze Ding explodiert. Auseinander, dann wäre es wirklich eine Bombe gewesen. Zurück im Zwenkauer See findet Sven Voss immer besser die Balance unter Wasser. Wir sind dann auch so durchgetaucht zwischen mehreren Pflanzen und dann gucken einen Fischaugen an. Das waren Barsche, sind hier einige Barsche unten und die sahen richtig groß aus. Und die haben sie auch überhaupt nicht stören lassen. Wir sind dann so langsam rangeschwommen, getaucht. Und ich hätte sie also wirklich fast greifen können, so nah waren die. Viele Tauchgänge sind nötig, um hier alles zu entdecken. Ein Schnuppertauchgang reicht aber weitem nicht aus. Robert Lange hat hier als Chef der Tauchbasis hunderte Tauchgänge unternommen. Tauchlehrer ist er in Australien geworden,
Seit 2 Jahren geht er im Zwenkauer See auf Entdeckungsreise. Im jüngsten und größten Tagebausee vor den Toren Leipzigs. Am Zwenkauer See selber reizt mich persönlich, dass wir jetzt wirklich live sehen, wie die Natur sich quasi die Flächen wieder zurückholt. Man muss genauer hinschauen als in tropischen Tauchgebieten. Kleine Quallen oder Muscheln stehen für den Neuanfang. Wir haben hier zum Beispiel bei uns im Zwenkauer See Bitterlinge. Bitterlinge, die werden bloß 5 cm groß und die sehen aus wie Zierfische. Die sind genauso bunt, wie es am Cape Barrier Reef in Australien ist. Ja? Oder wenn der Stichling, der dreistachelige Stichling des Menschen, wenn das den Laich bewacht, dann hat er quasi die Unterseite von der Kehle quasi, also vom unterhalb der Kiemen, wird dann richtig purpurrot zur Verteidigung. Und wenn man das dann sieht und sieht, dass das Ökosystem funktioniert und welche Sprünge das Ökosystem dann macht, das ist schon ziemlich spektakulär. Andere Unterwasserwelten hat Robert Lange selbst geschaffen. Im Sommer versenkt er die MS Rheini im Zwenkauer See. Wracktaucher können das ausrangierte Patrouillenboot nun am Seegrund bestaunen. Es gibt noch viele weitere geheimnisvolle Begegnungen und einen Tauchparcours. Hier können geübte Taucher in 17 Meter Tiefe trainieren. Robert weiß, er muss Tauchsportlern möglichst viel bieten. Die Konkurrenz ist groß. Das Mittelmeer oder die Südsee locken mit einer faszinierenden Farbenvielfalt. Hierher zieht es Ottmar Richter und viele andere Taucher nach der Wende. Meine Frau und ich haben unser gesamtes Geld verreist. Wir sind auf Reisen gegangen. Immer wieder, wenn wir was hatten, sind wir losgegangen. Ich war über 12 Mal am Roten Meer. Wir waren in der Karibik 5 oder 6 Mal. Wir waren auf den Malediven 4 oder 5 Mal. Und so sind wir überall rum. Überall, wo man tauchen konnte, waren wir. An technischen Möglichkeiten mangelt es heute nicht mehr. Dennoch ist Lothar Seewecke bei seiner alten Ausrüstung geblieben und pflegt sie in seinem Verein Altes Tauchen. Ich habe Jahre zwischendurch auch mit moderner Technik getaucht und bin dann irgendwie zufällig wieder auf die alte Strecke gekommen, weil mir das wieder in die Hände fiel. Die Entscheidung schmeißt weg oder nutzt es neu. Und der Technikbegeisterte ist in der Lage, sich über solche schönen Dinge zu regenerieren, sein Leben auch schöner zu machen. Nach einer guten Viertelstunde unter Wasser kann Sven Voss seinen Schnuppertauchgang im Zwenkauer See nun in vollen Zügen genießen. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Es gibt ja jetzt einige tolle Seen hier in Mitteldeutschland, wo man tauchen kann mit unterschiedlichen Attraktionen. Bei dem einen haben sie ein Flugzeug versenkt, bei dem anderen Schaufensterpuppen oder ein Auto, was man ertauchen kann. Also ich bin auf jeden Fall auf den Geschmack gekommen. Er hat noch genügend Luft in der Flasche, um seine Abenteuerlust unter Wasser weiterzustellen. Abenteuer, das ist es auch, was Ottmar Richters Tauchkollegen in den Harz an die Heimkehle zieht. Wir schreiben das Jahr 1958. Erstmals sollen sie in der größten Gipshöhle Europas abtauchen, um einen unterirdischen See zu erkunden. Eine Expedition, die vor ihnen niemand wagte. An einen Ort, über den kaum jemand Genaueres weiß. Man vermutete ja, dass die Seen, die vorhanden waren, unterirdisch Fortsetzungen hatten. Außerdem existierte damals die Theorie, dass die Niederschlagsmengen im ganzen Land größer sind als das, was über die Flüsse abfließt. Sodass man so ja vermutet hat, es könnten unterirdische Ströme existieren. Und es ging auch um die Frischwasserversorgung. Was fließt also unterm Berg noch durch? Und so sind wir darauf gekommen, dort mal nachzugucken.
Klaus-Dieter Krüger ist einer von 6 Teilnehmern dieser Expedition. Als Orientierung dienen ihnen damals nur vage Skizzen. Alle wissen, hier abzutauchen ist ein enormes Risiko. Wir sind nicht unvorbereitet dahin gegangen, aber natürlich ist es eine neue Situation. Vor allen Dingen, man kann nicht auftauchen, nicht wahr? Es ist dunkel, kalt und man kann nicht auftauchen. Mit einfachen Pinguinanzügen und Tauchtechnik, die sie zuvor wochenlang in der Werkstatt zusammenschrauben, wagen sie es. Samt Filmequipment geht es hinab in die eisig kalte Tiefe. Manche hatten sich noch eine Gummimütze gebastelt, damit am Kopf nicht so kalt wird. Aber ansonsten war es schon recht frisch. Was für eine Welt erwartet sie da unten? Na, ich habe da riesige Räume unter Wasser gesehen. Mit dem Scheinwerfer ausgeleuchtet, 20, 30 Meter weit, waren da unterirdisch noch große Räume, große Säle, die man erforschen kann. Und dort kommt es mehrfach zu kritischen Situationen. Einer der 4 kam eben in die Situation, da meinte, sein Gerät funktioniert nicht mehr richtig. Er kriegt nicht mehr genug Luft und wollte unbedingt raus. Fing an, verrückt zu werden. Und dann habe ich mir den gegriffen und habe mir am Bein ziehend dann rausgezogen. Entwarnung, aber nur für einen kurzen Augenblick. Die anderen beiden mit der Kamera und der Beleuchtung, die haben sich also erschrocken, wollten schnell raus, haben aber die falsche Richtung erwischt, sind immer tiefer hineingetaucht. Was dann eine riesige Rettungsaktion ausgelöst hat, weil sie alleine nicht mehr rauskamen. Es beginnt eine stundenlange Suche. Die Hoffnung, dass die 2 Verschollenen noch am Leben sind, schwindet. Wir hatten sie aufgegeben. Wir hatten ausgerechnet, die Luftvorräte sind zu Ende. Wir haben nicht mehr dran geglaubt, dass wir die lebend wiedersehen. Doch die Taucher können sich in einen Hohlraum retten. Als sie am Ende der Rettungsaktion lebend das Wasser verlassen, ist die Freude unbeschreiblich. Es ist für alle bis heute ein unvergesslicher Augenblick. Als dann endlich nach mehreren Stunden die Nachricht kam, sie haben Kontakt. Erst Klopfkontakt und dann... Ja. Vierzig Jahre später tauchen sie noch einmal in den Höhlengrund der Heimkehle hinab. Für die Taucher des Adlershofer Tauchclubs geht es diesmal darum, die Ereignisse von 1958 Revue passieren zu lassen. Auch Ottmar Richter ist diesmal mit vor Ort. Es war schon damals eine ungeheure Leistung. Also mit dem Zeug, ja, heute das einem Taucher umgehängt und in eine Höhle gejagt, der kommt nicht mehr lebend raus. Es war und bleibt ein großes Abenteuer. Damals in der Heimkehle und heute im Zwenkauer See. Vielen, vielen Dank für diesmal. Und liebe Zuschauer, das war echt für heute. Die ganze Sendung können Sie sich nochmal in der MDR-Mediathek anschauen. Ich muss jetzt versuchen, irgendwie aus diesem Anzug rauszukommen. Ronny auch. Und dann sehen wir uns in 14 Tagen wieder bei echt. Würde mich freuen. Bis dahin. Ciao. Einen Großteil seines Bestandes an Zierfischen verdankte das Stralsunder Meeresmuseum den Seeleuten der DDR. Mitgebracht von weiten Reisen auf hoher See. Sie erlebten, wovon ihre Landsleute meist nur träumen konnten. DDR Ahoi. Der 2. Teil der Dokumentation Unterwegs auf allen Meeren, gleich nach MDR aktuell.